Willkommen zum Kanal. Heute habe ich für euch eine Überraschung. Grizzly 2010-54 packt für euch der neueste Delicy SA aus. Es gehört nicht mir, sondern Grizzly 2010-54. Ich habe das Videomaterial bekommen von dem Kanal Grizzly 2010-54. Um das Video zu vertonen und zu schneiden zu meiner Person. Ich bin Benjamin vom Kanal Let's Play und Studio Team. Damit viel Spaß beim Video. Heute ist das Paket von Amazon angekommen mit dem Handy. Jetzt öffnet er erstmal das Paket. Vor ihm liegt jetzt das neue Delicy SA und pünktlich zu Erscheinungstag kam das SA bei ihm an. Hier seht ihr mal die Seriennummer von Delicy SA. Der interne Speicher ist 64 GB groß und kann durch eine Micro-SD-Karte bis zu 256 GB erweitern werden kann. Jetzt zieht er das Handy aus der Box hinauf. Als nächstes muss er das schwere Siegel öffnen. Nach dem Siegel durchbrechen, öffnet er die Hülle vom Delicy S8 und erscheint als erstes das Handy, was ein randloses Display hat. Jetzt nahm er es in die Hand, vorne und auf der Rückseite sind Schutzfolie. Auf der Rückseite sieht man noch die Seriennummer. Jetzt nahm er die obere Hülle aus der Verpackung. Auf der Rückseite des zweiten Verpackungsteils konnte der Schlüssel zum SIM-Karten-Slot. Das Zubehör von Samsung ist einmal das USB zu Typ C Kabel Kopfhörer Adapter auf Typ A, den dann auch Host Adapter, Micro USB auch Typ C Adapter. Zu guter Letzt kommen wir zum nächsten Teil. Jetzt öffnet er mit den Schlüssel das SIM-Fach vom Handy. Der SIM-Fach besteht aus zwei Sachen. Einmal mit Nano SIM-Karte und einmal mit und ein Fach für Micro-SD-Karte. In seinem Delicy SA hat er eine Micro-SD-Karte. Jetzt schaltet er das Delicy SA zum ersten Mal ein. Hier sieht man das Startbildschirm von Samsung und Android. Als nächstes muss er die PIN von der SIM-Karte eingeben. Danach muss er sich mit den WLAN sich verbinden. Dann muss er noch die Daten vom S5 auf das S8 schicken, updaten.
Damit verabschiede ich mich, Benjamin, von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, dann lasst sehr gerne ein Abo und ein Like da. Bei Fragen bitte die Kommentarbox benutzen. Danke, bis bald, euer Benjamin. Und vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.